In Österreich kommt der 57-jährige Robert Nissel deprimiert nach Hause. Seit Tagen versucht er, einen teuren Ring von einer Ungarin zurückzubekommen, den er ihr laut seinen eigenen Aussagen nur geborgt hat. Nissel lebt alleine. Seine polnische Haushälterin ist momentan die einzige Frau in seinem Leben. So, also hier gibt es leider auch schlechte Erfahrungen, nicht nur gute. Und ich versuche jetzt natürlich, die schlechten Erfahrungen zum Abschluss zu bringen. Inwiefern schlechte Erfahrungen? Was schlechte Erfahrungen, dass ich früher zu sehr aufgesessen bin, Menschen, ich habe zu schnell vertraut. Ich vertraue zu schnell. Und die haben eigentlich nichts Gutes mit mir vorgehabt, sondern wollten nur Geld aus mir rausbringen. Nur Geld und nichts anderes. Da war eine besonders nette Dame dabei, die habe ich am selben Abend, habe ich aus Vertrauen und Glauben einen möglichen Ehering mit meiner ersten Rumänin, mit der ich heiraten wollte, ihr als Zeichen der Freundschaft geborgt, quasi als Freundschaftsring, der vielleicht dann in einen Verlobungsring übergeht und dann vielleicht als Hochzeitsring auch noch nachher wird. Und habe ihr an den Abend gegeben, geborgt und habe gesagt, du, wenn wir auseinandergehen, gibst du ihm wieder Retour. Die hat das aber irgendwie missverstanden. Am selben Abend hat es mir gleich fünfmal angelungen, hat es gesagt, ja, und die Mutter ist da, hat aber nicht gestimmt. Die Mutter war irgendwo in Ungarn und die ist eine notorische Lügnerin. Das heißt, die hat alles, was sie sagt, ist eigentlich gelogen. Da zum Beispiel. Hallo, heute sprach ich mit meinem Anwalt. Du kannst nicht eine Anzeige machen, weil der Ring bekam ich von dir. Ich sagte immer, dir komm her und ich gebe zurück. Du warst faul. Es ist nicht mein Fehler. Willst du einen langen Zivilrechtssache? Ich nicht, glaube ich auch nicht. Komm bitte in Budapest und dann gebe ich dir zurück. Komm aber persönlich und so korrekt. Und das schreibt sie die ganze Zeit. Sie will immer, dass ich persönlich komme. Und ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Und jeder. Budapest ist bekannt für nicht so gute Sachen. Auch bei der Polizei ist es für nicht so gute Sachen bekannt. Ungarn, also ich will jetzt nicht weiter darüber reden. Warum haben Sie überhaupt den Ring wirklich geborgt? Herz. Na, wie borgt man denn? Sagt man denn, du gefällst mir, ich borg dir den ja, Ring für eine Nacht? Ja, nein. Ich wollte ihr zeigen, dass ich ernste Absichten habe. Das war eigentlich die eigentliche Absicht, ihr zu zeigen, meine ernsten Absichten. Nur, dass ich da einer notorischen Lügnerin aufgesessen bin, sieht man nicht gleich, kann man nicht gleich sehen. Die sind attraktiv, die sind alle sehr attraktiv. Aber man kennt ja, alles, was besonders schön oder attraktiv ist, ich will nicht sagen, ist besonders schlecht, aber ist eine große Prüfung. Wie wird man denn geprüft? Von einem Hausmütterchen wird man nicht geprüft. Von wem wird man geprüft? Von den Schönsten, von den Hübschesten. Die Verführung ist immer schön oder süß oder hübsch. Sonst wird man nicht verführt, wenn was nicht schmeckt. Das heißt, das war schon als Ehering einmal gedacht? Oder ja. Was war das für eine Ehering? Das war als Ehering gedacht, ja. Das war meine Idee, seinerzeit einen Ring in einer besonderen Form zu machen, mit Brillanten, Rubinen und Smaragden. Aber das ist ja schon eine gemischt. Einladung für eine Hochzeit. Ja, die hätte ja heiraten sollen, diese Rumänin. Und 3 Tage vor der Hochzeit hat sie, Gott sei Dank, mich beschimpft. Sogar die Kirche war bestört, die rumänische orthodoxe Kirche. Wird nach kirchlich geheiratet. Wie viele Leute waren da eingeladen zur Tafel? Circa 50. Im Rathauskeller war geplant, habe ich alles abgesagt, alles Torte, alles abgesagt, wow, nie wieder mehr. Wie sind Sie da persönlich gegangen in der Situation? Schlecht. Sehr schlecht. Das ist ein ganz mieses Gefühl, alles abzubestören, vor allem die falsche Frau zu haben. In Wien versucht der 57-jährige Unternehmer Robert Nissel mit neuem Styling bei der Damenwelt zu punkten. Der Schnurrbart soll bei seinem nächsten Treffen die Dame seiner Wahl überzeugen. Doch nicht alle Frauen finden Haare im Gesicht eines Mannes attraktiv. Ich persönlich mag keine Oberlippenbärte bei Männern, aber es ist, im Chef steht es jetzt nicht so schlecht. Also. Aha. Ich habe schon etliche Damen kennengelernt. Es war sicher 30, 40, man vergisst den Namen. 30, 40 in der Zwischenzeit waren sicher. Aber es ist immer wieder dasselbe. Die Mutter ist krank, die Mutter muss operiert werden. Ja, die Mutter ist sogar gestorben bei einer. Also ganz eine neue Masche. Andere hat mir erzählt, die war wirklich wunderhübsch. Die hat mir erzählt, sie geht nur
in Tanzen für dass sie Deutsch lernt. Aber sie hat das so glaubhaft gesagt und ich glaube niemand mehr. Über die Agentur Mundial hat Robert Nissel heute ein Treffen mit einer jungen Dame in Bratislava gebucht. An die 1000 Euro kostet so eine Vermittlung durch die slowakische Agentur. Die gesuchte Dame soll nun einen seriösen Beruf haben. Nicht so wie die letzte Flamme Nissels, die wieder aus der Gogo-Branche kam. Ja, als vorige Woche ist mir was Lustiges passiert. Habe ich wieder mal einer Rumänin vertraut und wollte sie zu mir einladen, um mit ihr ein neues Leben zu beginnen. Habe auch zwei, drei Tage mit ihr intensiv telefoniert und dann plötzlich ist der Kontakt von einer Sekunde zur anderen abgerissen und seit einer Woche, über eine Woche, keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich habe gehört von einer Freundin, die ihren Vater besucht hat, dass sie das Handy vergessen hat. Aber wenn sie an mir Interesse hätte oder wenn es warm ist, wenn sie warm ist, dann würde sie versuchen, mich zu erreichen oder hätte sie das Handy nicht vergessen. Sie ist auch aus der Rotlichtbranche gekommen? Ja. Rotlicht nicht, Rotlicht direkt, Tänzerin halt. Und Tänzerin. Gesagt, sie steigt aus? Sie steigt aus und es hat mir so gefallen, sie steigt freiwillig aus, weil sie sich nicht wohlfühlt, das ist nicht ihr Job. Und das hat mir sehr an ihr gefallen und darum habe ich eine Chance gegeben. Die 21-jährige Lucia kennt den 57-jährigen Robert Nissel nur per E-Mail, indem er angibt, wie 40 auszusehen. Nissel, der sich stets als stattlich, gefühlvoll und spirituell beschreibt, weckte sogleich das Interesse der jungen Slowakin. Hľadám samostatného zrelého muža, vhodného na krásne romantické večere. Ich suche einen Mann, der selbstständig und romantisch ist und außerdem Charisma hat. Citlivého a vnímaného, empatického s veľkou charizmou. No, takže čo sa týka toho, ich mag ältere Männer. Ich suche einen Mann, der Lebenserfahrung hat. Mit einem größeren Altersunterschied hätte ich kein Problem. Lucia hatte schon mal einen älteren Freund, der war 38 und betrug sie ständig. Seit 3 Monaten ist sie nun alleine und hofft auf einen besseren Partner. Auch der 57-jährige Robert Nissel hofft, dass seine Suche endlich beendet ist und dass er heute die ideale Partnerin finden wird. Nissel möchte auch noch Kinder haben und darum argumentiert er, muss seine zukünftige auch etwas jünger sein als er selbst. Mit der 21-jährigen Lucia wäre dies noch möglich. Da sich beide in gebrochenem Englisch unterhalten, wird die Sinnhaftigkeit des Gespräches für den Zuseher schriftlich zusammengefasst. Okay, ist no problem. So you have nice colors on your head. This is my favorite pink. Yeah, yeah. What's this? Pink color and. Pink color, yeah, yeah. Uh-huh. And. You like this? Also, I believe. This you like. Oh, very nice. And what kind is it? What kind of? It's Rosenquarz. It's Rosquarz. Rosquarz is this. And it's a hard stone for hard energy, energy. Really? Yeah, yeah. For the right woman. Not I'm searching for a woman, the woman is searching for me. If you are a good man, a good person, a good people, the people are searching for good people. So you like young woman or? Oh, yeah. Better is young? I have not a good experience with too young girls. Uh-huh. I have not a good experience. Mm-hmm. Not all, but the most. I can better dance as my last girlfriend was 19 and go-go dancerin. Oh. And I dance better to her. And so, mm-hmm. But I was a dancing teacher before, many years ago, and dancing is for me all what I do. I do this now. Working, dancing, driving. I do all this life. Very nice. Das Alter, der Altersunterschied hat mich stört. Na, mich würde das nicht stören. Meine letzte Freundin war 19. Ne? Also sie ist ein bisschen älter, glaube ich. Ne? Das 19, aber. In Bratislava versucht der 57-jährige Robert Nissel, die 21-jährige Lucia von seinen männlichen Qualitäten zu überzeugen.
Und I'm a man, I'm a real man. Und bei mir ist a woman, a girl, a woman. You'll never hear nor never see. I cannot play I am. I am a man. Wow. And you feel, you feel. Uh-huh. And she's like every woman in this world, I know. I think that is very empathish. It's a good word, empathish man. And sympathish, sympathish. And I feel that energy from here. You feel it? Yes, yes, yes. Yes, I feel it. That's nice. That is good. Very good. I cannot give more energy to become wow effect. The wow. How? Later. Later. It's not possible. Now, a little bit later, when. Mm-hmm. Lucia scheint vom Auftreten Ruberts begeistert zu sein. Nun zieht er sein Ass aus dem Ärmel, seinen silbernen Porsche. Also die Dame schon gefragt, ob sie sein Auto sympathisch findet, oder? Nein, noch nicht. Im Auto sind wir noch nicht gekommen, später. Was haben Sie für ein Gefühl jetzt? Waren Sie ein bisschen alleine auch mit ihr? Jetzt ist leer, ein bisschen jung. Bisschen. Ja. Zu jung für Sie? Na ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mir ist es egal. Ich komme mit jedem Alter zurecht. Ich bewege mich in jeden Dimensionen. In alle. Als selbsternannter Energieheiler glaubt Nissel, besondere geistige Kräfte zu besitzen. Dies versucht er seiner jungen Mitfahrerin zu erklären. I am energy and I am love. Not I become love. I am love. I am light. Understand the difference? Mm-hmm. I have relationship before 4 months, and that I was really sad because that man was very materialish and. He don't like me like woman. He like money, and I was. You brings money. Excuse me. You bring money for him. No, I. But he have money, and that was his world. Money and. And no heart. Yes. No heart. Money, sex, young girl, and that's all. Robert Nissel versucht Lucia von den Erzählungen über ihren Ex-Freund abzulenken und zeigt ihr seine Fähigkeiten. Er drückt aufs Gaspedal. I like it. Wie war die Fahrt? Sehr schön. Was hat die Dame für ein Gefühl gehabt zum Porsche? Was haben Sie, die andere hat sich damals nicht so wohl gefühlt? Nein, sie hat sich sofort wohl gefühlt. Sie hat sofort Vertrauen zu mir gehabt, sofort. Und da ist sie mir schon sehr sympathisch. Wenn sie meine Autos liebt, mein Fahren liebt, dann kann ich sie auch lieben. Ganz you like the car? Yes, very nice car. Very fast car. Nice driver. Sympathisch driver. Good, very good. Sure, yeah. My skin. I have become from my mama. A very good, fine skin and heart, you feel? Soft skin. Nice. And all I have, really, all, I'm so. Look very young skin. Yeah. Yeah. True. Yeah. A bisschen too much Kilo, aber ist no problem. Nach der Porsche-Fahrt möchte der 57-jährige Robert Nissel die 21-jährige Lucia in Bratislava ausführen. Das junge Mädchen fühlt sich zu dem Österreicher hingezogen und schlendert mit ihm händchenhaltend durch die Fußgängerzone. Gewisse Nähe ist schon spürbar. Ja, sehr. Na ja, das ist die Ausstrahlung.
Es ist Ausstrahlung. Glauben Sie, dass das in Österreich auch gehen würde, dass Sie einer Dame, die sozusagen mehr als 25 Jahre jünger ist als Sie, noch an Date die Hand geben könnten, die sich so wohlfühlen mit Ihnen? Auch, ja. Menschen sind überall gute Menschen. Gute Menschen finden sofort zueinander und haben Vertrauen zueinander. Sie ist ein guter Mensch und sie hat Vertrauen, sie trust mir. Also. Gefühlsmäßig, wie geht es Ihnen da dabei jetzt von dieser Hand? Gut, geht es mir sehr gut. Und ihr geht es auch gut. Ja. Ja. Ja, macht nichts, sie versteht nichts, aber sie geht es ja gut. Los, zwei, drei, hey! Diesmal scheint Herr Nissel sein Glück gefunden zu haben. Oder stellt sich am Ende der Altersunterschied von fast 40 Jahren doch als zu großes Hindernis für die Liebe heraus?